Slanche, cheers, Prost! Herzlich willkommen zum Mittermeiers Whisky Montag. Ja, da bin ich wieder. Ein Whisky, ein Comedian, eine Geschichte oder auch viele Geschichten. Ich fange gleich an. Ja, ist doch immer das Beste. Pass auf, heute gehen wir nämlich in die Region Speyside. Wir waren ein bisschen oft jetzt auf Isla, aber natürlich das Isla Festival und der Outback Day, da können wir nachher noch drüber reden. Aber heute gehen wir nach Speyside und ein Glenfarclas 15. Ich habe den 15er noch nicht getrunken. Ich kann dazu, wie gesagt, die Geschichte erzählen. Mein erster richtig teurer schottischer Whisky, weil ich habe ja schon mal erzählt, dass so, gut, der geht aber schwer auf, der ziert sich ein bisschen. Hä? So, weil ich hatte ihn vorher schon mal auf, weil ich mache das immer so. Ihr kennt das ja, wenn man die Flasche aufmacht, dann muss man hier immer mit dem Fingernagel so unter dieses Papier. Jetzt löse ich es vorher so ein bisschen, dass ich quasi so coolerweise nur noch so, okay, Wahnsinn, wie schnell der das macht. Nein, aber das Gefummel mag ich nicht. So, ich schenke auch gleich ein, holt euch alle was, ich hoffe, ihr seid bereit. Ich nehme heute wieder ein Glas, über das diskutiert wird. Ich mag es einfach. Also, liebe Freunde, es ist tatsächlich so, weil es unten so breit ist und oben schmal. Das ist unfassbar, wenn man da reinriecht. Deswegen, letztes Mal hatte ich ein Nosing-Glas, dann hat einer geschrieben, du solltest mal ein Nosing-Glas nehmen. Und ich war so, was ist denn ein Nosing-Glas? Macht es heute Lärm, Noise? Aber gut, deswegen nehme ich heute ein Whatever-Glas. Das ist ein Whisky-Glas, wie wir schon oft gesagt haben, weil Whisky reinkommt. Genau, und jetzt, Flasche wird aufgemacht. Seid ihr dabei? Oh, das war ein Monsterploppen. Also 15 und so ploppen, nicht schlecht. Und der gluckst ja gleich so. Ich bin fast überrascht. Ich bin ja, wie gesagt, Glenfarclas kenne ich mein erster. Ich trinke jetzt erstmal, oder? Ja, denk schon. Slanche. Damit. Also er riecht wahnsinnig mild. Also ich will jetzt nicht 10 Minuten riechen. Ich weiß manchmal bei Tastings, da wird irgendwie und keine Ahnung noch durch die Ohren. Und irgendwie schaut sie auch so ein bisschen aus wie so jetzt. Oh, ich habe mir eine Line Single Malt gezogen. Also wir ziehen uns mal wieder eine Line Single Malt. Und jetzt. Ein bisschen was Holziges und was, keine Ahnung. Ja, fruchtig riecht's, wie auch immer. Also ich bin ja nicht der Oberfachmann. Ich bin ja der Laie mit Leidenschaft, der Leidenschaft. Oh, I like. Ich würde mal sagen, Pfingstmontag, das ist ein guter Whisky für Pfingstmontag. Also, was immer auch Pfingstmontag ist, wir alle feiern Pfingsten, aber keine Sau was Pfingsten. Also, ich schaue jedes Jahr nach, google ich, was Pfingsten für ein Feiertag ist. Jetzt muss ich es nochmal googeln. Ich habe gerade nichts da. Wurscht. Also, nein, aber es ist sehr lässig, locker, ja, lässig. Und keine Ahnung, Datteln, ein bisschen malzig und das Holz ist dabei. Da quietscht die Tür. Ja, also ich habe kein eigenes Studio. Ich sitze daheim tatsächlich an meinem Esstisch und deswegen bewegen sich hier auch Menschen, also meine Familie mal durch die, durch die Gegend. Meine Frau schleicht vorbei. Sei froh, dass ich keinen torfigen Whisky habe, weil sonst hätte ich jetzt ein Geräusch bekommen, so, oh, ja genau, ich stinke. Ich hätte es nicht schöner sagen können. Der ist einfach wundervoll und
Ich habe mir ein bisschen noch schlau gemacht. Wie gesagt, Glenn Farclas hat dazu gesagt, war mein erster teurer schottischer Single Malt. Ich bin ja mit teuren, also die Geld gekostet haben, also jetzt auch nicht über Geld, aber wo ich damals irgendwie 100 Mark gezahlt habe, das war ja der Bushmills 21 und der Middleton Very Rare, das waren meine ersten teuren Flaschen 2001. Und der erste teure schottische, das war glaube ich noch, das war der Glenn Farclas 21. Und jetzt muss ich dazu sagen, ich meine das jetzt alles nicht böse. Es war damals, weil ein Kumpel von mir gesagt hat, ja, kauf mir einen Glenn Farclas, der ist super. Und man muss das R ein bisschen wenigstens energetisch mitsprechen. Farclas, ich meine, in Schottland ist ja eh das R, das ist so wie wir Bayern, wir haben es ja gern mit Farclas, ne? Richtig. Und, aber wenn du hörst, Glenn Farclas, und ich habe wirklich gedacht, der heißt Glenn Farclas. Und ja, der Comedian in mir, wenn hört Glenn Farclas, sagt sich, das ist immer ein geiler Name, also Farclas. Und nein, man tut ihm dann sowas von Unrecht. Jetzt muss man eins dazu sagen, für die, die, keine Ahnung, da draußen einfach nur da sind, oder nicht nur, sondern die mit mir anstoßen, einfach nur ab und an einen Single Malt trinken. Ich bin ja auch nicht der Fachmann, wie gesagt. Glenn, es gibt ja viele Whiskys, die mit Glenn anfangen. Deswegen war ich so, ja, der Farclas ist halt einfach so fucking whatever Whisky. Und Glenn bedeutet, was habe ich genannt? Kleines Tal, also kleines oder eine Vertiefung zwischen zwei Hügeln. Wie gesagt, der Comedian in mir, wenn Farclas hat und hört enges Tal oder Vertiefung zwischen zwei Hügeln, ich sage es einfach mal so, hat schon eine sehr frivole Komponente. Und aber zum Beispiel Whisky, den könnte man tatsächlich zu frivolen Dingen auch trinken. Ja, ich trinke jetzt gleich nochmal. Halt der Malz so hinterher. Also, wie vorher gesagt, ich war überrascht über die Farbe, aber ich habe so, wie gesagt, ich kenne den 21er, ich kenne den 105er, den Cask Strength, schwieriges Wort am Pfingstmontag. Und die sind alle ein bisschen dunkler. Übrigens der 105er auch was ein geiler, klar, der 21er eh. Aber wir sind bei dem. Und pass auf, weil ich jetzt einfach immer sage so, ich bin zwischendrin einfach mal ein bisschen arschlochmäßig, fahre ich den auch noch rein. Also, das ist so einer, den hebt man sich auf. Das sind so spezielle Abfüllungen von Glenn Farclas. Das ist die Edition Nummer 20. Und sie ehren schottische Persönlichkeiten, Wissenschaftler, Erfinder. Also wahrscheinlich alle Wissenschaftler und Erfinder in Schottland haben einfach irgendeinen Whisky erfunden. Nein, Clerk Maxwell, der hier draufsteht, ich kannte den nicht. Aber ich sag mal, mit dem Rauschebart, schau mal, der sieht schon aus, als ob er Whisky gemacht hat. Und der war irgendwie der Dude im Elektromagnetismus. Was er genau gemacht hat, weiß ich nicht. Ich habe es gelesen, ich habe es nicht verstanden. Aber ich finde, der Elektromagnetismus-Dude, Clerk Maxwell, diese Flasche spare ich mir auf. Irgendwann wird sie getrunken. Hier steht auch schön drauf, könnt ihr unten lesen, The Spirit of Independence. Das steht nicht einfach nur so drauf. Also nicht, dass ihr jetzt glaubt, Mel Gibson kommt ums Eck und dann Freedom und alle zeigen ihre Hintern. Nein, Glenn Farclas ist eine der ganz wenigen, also es gibt, glaube ich, gar nicht mehr so viele schottischen Destillerien, die immer schon und immer noch in Familienbesitz sind. Die Familie Grant, soweit ich das weiß. Und der Gründer war irgendein Smith, glaube ich. Und beziehungsweise, was ich gelesen habe, weil der Whisky, wen es interessiert, der kommt in 46%. Also es ist, wie gesagt, auch so. Deswegen natürlich auch diese Milde. Und angeblich hat der Opa Smith, also von wem auch immer Opa war, einer von den Smith-Ends, der hat den am liebsten getrunken mit 46%.
Und ich habe gelesen, dass sie seitdem einfach den 15er, sie machen ihn in 46. Genauso. Und der Opa hat recht, würde ich sagen. Wenn ich ehrlich bin, bin ich fast traurig, weil ich nicht weiß, ob mein Opa Whisky getrunken hat. Ich glaube es nicht. Also, bayerisches Land, damals war Whisky jetzt auch nicht so. Er ist jetzt auch nicht als Reisender, er ist zwar in Ägypten geboren, aber das ist eine ganz andere Geschichte, die erzähle ich dann irgendwann anders. Aber ich glaube nicht. Aber eigentlich wäre es eine schöne Vorstellung, dass es bei mir auch schon dritte Generation ist. Der Opa hat schon Whisky getrunken, aber vielleicht mein Uropa. Ich werde das meine Mama fragen. So, und jetzt trinke ich nochmal. Das ist so einer, was und nicht so jetzt hier, weil man mal riecht, was will ich rausriechen, sondern ja, an dem könnte man jetzt tatsächlicherweise so ein bisschen den Kopf drauf und dann einfach mal so 20 Minuten. Jetzt würde ich gerne Schokolade essen. Es hat so, ich weiß ja nicht, ob er. Was sagen wir, schokoladig, aber ein bisschen kaffeeig. Also der wäre jetzt so, oh, jetzt ein Schoko. Oder so ein Magnum Mandel. Ich esse ja noch Milchschokolade. Nee? So, und ich habe natürlich, um auch mal Informationen zu geben, und ich muss sagen, ich fand das sehr lustig. Glenn Farklas ist ja 1836 gegründet worden. Also die machen, wie sie hier auch stolz drauf schreiben. Also warum ist unser Whisky so gut? Weil sie seit 180 Jahren Ahnung haben davon und Whisky machen. Das würde ich jetzt einfach einmal sagen. Wer 180 Jahre lang Whisky brennt, der hat einfach mal Ahnung. Und wie ich vorher gesagt habe, ist Region Speyside am, und das habe ich mir aufgeschrieben, am Fuße des Ben Rhines, 5 Kilometer südlich von Cadoux, am Hang des Bergs Glenfarclas. Das hat sowas von Schatzkarte, finde ich, oder? Irgendwie habe ich das gelesen, habe sofort an Schatzkarte gedacht. So, die Goonies haben eine Karte gefunden und dann finden wir einen Schatz. Aber es ist wirklich ein Schatz, den kann man wunderbar trinken. Das ist ein Pfingstwhisky. Und er schmeckt zum, ich glaube, ich habe auch das Gefühl, also wäre jetzt mein Gefühl, dieses Familienbesitz, dieser, das ist so ein Whisky-Whisky. Das ist so ein Single-Malt-Single-Malt. Und du würdest sagen, ich habe, glaube ich, habe irgendwann mal gelesen, dass der Grant im Interview gesagt hat, was brennen wir für einen Whisky? Wir brennen einfach Highland Malt. Und ich glaube, das ist ein schönes Wort, weil Highland Malt beschreibt irgendwie einfach irgendwie alle Malts, die irgendwie im Highland. Und es hat so, wie es eben früher war, wo noch nicht so alles dezidiert kommt, der daher kommt, der vom Fuße der Rinne, von den Hügeln zwischen den Tälern und im kleinen breiten Tal, sondern nein, das ist einfach Glenfarclas, ist geiler Oldschool und muss auch dazu sagen, also ich bin ja, ich habe ein paar Mal jetzt ja auch spezielle Whiskys gehabt, die man wirklich nur, also zum Teil ja nur jetzt in dem Whisky-Shop meines Vertrauens gekriegt habe, weil er selber Fässer abgefüllt hatte, der Randy. Aber das ist einer, den kriegt man überall. Also geht zum Whisky-Händler eures Vertrauens oder eurer Liebe, sagen wir es eher so. Und die Glenfarclas, sagt man so, Glenfarclas oder Glenfarclas ist es. Finde ich auch tatsächlicherweise, also vom Preis her, auch wenn du den 21er kaufst, ich kann jetzt nicht die genaue Zahl sagen, aber ich glaube, dass du den, da bist du irgendwas zwischen 40 und 50, also und ich glaube, selbst der 21er, ich kann mich erinnern, dass ich hatte mal einen noch, das ist ein paar Jahre her, aber ich glaube, um die 70 €, 80 €, und wenn ich ehrlich bin, also für so ein Alter, wunderbar, und der 105er, der geht eh, also der ist ja. Das ist nichts für Pfingsten, das ist Karfreitag. Also der 105er. Und ich trinke einfach mal rein. Was schön ist auch, der ist so da. Der bleibt so da. Also man will weiter trinken, aber er bleibt trotzdem da. Also er ist. Und ja, schönes Fun Fact. Alle da draußen, also stört euch nicht, wenn da hinten geklappert wird, da ist die Küche. Und da wird gerade was gemacht, was auch immer. Und wie gesagt, das ist mein Studio, mein Esstisch, eine Flasche.
und ein Smartphone. Und ist es nicht geil, dass man so im Grunde genommen zueinander kommen kann und miteinander trinken? Das finde ich geil. Deswegen nochmal hier Slanche. Cheers, Prost. So, und jetzt habe ich ihn ganz schnell runtergeschluckt. Und zwar ganz extra. Ich kriege ja viele Zuschriften von euch, was ich sehr liebe, und ich beantworte ja wirklich sehr viele. Seht ihr auf Facebook, auch auf Instagram und auch auf YouTube. Da sind ja alle Folgen. Wer jetzt sich neu eingetuned hat, auf YouTube stelle ich auch alle Folgen raus. Und da sind sie auch schön nummeriert. Da kannst du halt immer schauen, das ist Folge so mit dem Titel oder mit dem Whisky. Und bevor ich das erzähle, was ich erzählen wollte, erzähle ich doch nochmal ganz kurz. Also, und auf YouTube könnt ihr euch auch den Film anschauen vom Artback Day. Ich habe ja zusammen mit Stefan Gabani, eine Barkeeper-Legende, der im Schumanns Jahrhunderte gearbeitet hat, und dem Randy Kunis von meinem Lieblings-Whisky-Shop in München, vom Tara Spirits. Wir haben ja also tatsächlicherweise, und zwar deutschlandweit, sind wir der einzige Film gewesen, den Artback auf ihrer Facebook-Seite gezeigt haben. Die waren um 18 Uhr und wir waren dann um 19 Uhr. Wir durften es danach ausstrahlen. Und da bin ich sehr stolz, dass ich auch dazu eingeladen wurde, und haben ja den neuen Artback Black getestet. Ich werde da gar nicht mehr drüber sagen, sondern geht einfach auf YouTube, Mittermeier Whisky Tasting XXL, It's Getting Black. Und wir haben den 10er als Vorspeise und dann haben wir den Fipisti. Und ich glaube, das habe ich letzte Woche schon erzählt, ich trinke zu viel. Und dann den Black. Wunderbar. Also wer da Spaß hat, es war so geil, weil tatsächlicherweise, ich meine, hier sitze ich so ein bisschen immer nackt ab, bis auf die Flasche und ja, schicke Weste, damit es ein bisschen was hermacht. Aber so in einer Bar zu sitzen, und da waren ja hinten diese riesen Flaschen, diese, ich weiß nicht, ich glaube 3 Liter Pullen Artbacks, die ja wirklich nur wenige Menschen überhaupt verkaufen dürfen. Der Stefan Gabani ist einer der wenigsten. Übrigens, Bar Gabani in München, geht da hin. Das ist keine Werbung, das ist Support Your Local Leute. Die Bars haben wieder auf und der Stefan, also beziehungsweise nicht alle Bars, sondern der Stefan hat auch Gastro, der hat so geiles Gulasch mit Pü und Kartoffelpü und hat einen kleinen Garten auch oben draußen, da kann man rauchen. Also it's perfect for Whisky oder geile Drinks. Und das ist echt wieder schön. Also ich muss ehrlich sagen, wir waren letzte Woche, es war kurz nachdem ich den Whisky-Montag aufgezeichnet habe, sind wir, meine Frau, meine Tochter und ich, in eins unserer Favorite Restaurants gegangen, also oder lokale Restaurants, wie man es nennen will, ins Spice Bazaar in München, auch ein großer Tipp. Es ist eine Mischung aus Oriental, ich weiß es nicht, manchmal mediterran, whatever, es ist einfach saugeil. Und ich sage es ganz ehrlich, es ist schon toll, wieder zu sitzen, auch inside in einem Restaurant. Es ist komisch, wenn die Bedienung rankommt und denkt, der will mich ausrauben. Nein, er hat eine Maske zum Schutz von uns, von ihm. Und wenn man aufs Klo geht, setzt man halt eine Maske auf. Das sind ja die Regeln. Ich muss auch sagen, weißt du, ich bin jetzt 54 Jahre alt. Auf so einen Satz, also, den man liest als Regel für Bayern: Wenn Sie im Restaurant auf die Toilette gehen, müssen Sie sich vorher eine Maske aufsetzen. Das ist ein Satz für die Ewigkeit, ich muss ganz ehrlich sagen. Nein, klar, fuck Corona, aber es hat schon auch Stilblüten, wo du manchmal denkst, really? Aber ich nehme das alles in Kauf, ich bin kein Nöler, weil das sind diese schönen kleinen Öffnungen, die da sind und da. Slanche, cheers, Prost. Eigentlich müsste man das zusammenschreiben in einem Wort. Slanche, cheers. Freunde, da ist jetzt irgendwie ein kleiner Ruckler drin. Mein iPhone-Speicher war voll. So, sorry, da bin ich wieder. Ich weiß auch gar nicht, was habe ich gerade erzählt. Ich glaube, weil ich in meinem Favorite Restaurant drin war und Spice Bazaar in München. Und wie gesagt, das ist alles nur Support. Ich kriege kein Geld dafür. Wir müssen die Firmen, die Restaurants, die eben Whisky-Shops unterstützen. Das ist alles nicht einfach. Aber auch Künstler. Aber wahrscheinlich trinke ich deswegen, weil für uns Künstler ist noch nichts. Also ich glaube, wir dürfen jetzt
indoor schon spielen mit 3 Leuten. Obwohl ich gehört habe, in Berlin machen die ersten Open Mic Nights, oh, schwieriges Wort, wieder auf. Mad Monkey Room, übrigens großer Tipp. Die machen 7 Tage die Woche Comedy. Was mir jetzt erzählt wurde, die dürfen 20 Leute reinlassen. Ist ein kleiner Raum und ich sag's euch, das ist geil. Auch mit 20 Leuten geht da rein, wer lachen will. Und in München hoffen wir auch bald, dass dann Läden wieder wie das Lustspielhaus oder das Vereinsheim mit ein paar Menschen da drin spielen können. Mir ist es egal, wie viel ich trete auf. Alles über 2, habe ich immer gesagt, also früher. Ich habe alles über 2 gespielt. Ich habe nur vor 2 gespielt. War keine Comedy-Veranstaltung, war ein Miteinander, ein zu dritter einander, es war 3er. Ja, okay. Nein, aber ich habe schon gesprochen. Genau. So, Slantje, Cheers, Prost. Ich glaube, das habe ich nur gesagt, das wäre ein Wort. In euren Kommentaren schreibt mir gerne, wie macht man es am Wessel? Cheers, Slantje, Prost, Prost, Slantje, Cheers. Slantje, Cheers, Prost. Glaube ich, das Beste. Wie auch immer. So, nochmal. So, jetzt habe ich ganz lang drin gelassen. Mir wurde nämlich auch schon geschrieben, wie gesagt, ich liebe eure Kommentare, aber einer hat geschrieben, weißt du denn nicht, dass man ein Whisky für jedes Jahr 1 Sekunde im Mund lassen muss? Das wusste ich nicht. Sorry. Ich trinke ihn halt nur und er schmeckt mir. Aber das ist halt die Frage. Wir haben doch mal gehört, dass es, glaube ich, irgendwann kommt von Yamazaki, der 50-Jährige. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube schon, dass der geil genug ist, um 50 Sekunden, ich glaube, den kann es wahrscheinlich eine halbe Stunde im Mund lassen, aber das schafft doch niemand. Entschuldigung, wer schafft denn? Ich schaffe doch den nicht mehr 15 Sekunden, weil er einfach schmeckt. So, das ist gut so. Glenn Farklas, da sind wir heute. Wer sich, keine Ahnung, später eingetunt hat, was ja gar nicht geht, weil das Video ja einfach läuft und nicht live ist. Es gibt ja wegen Glenn, kleines enges Tal, gibt ja viele. Glenn Grant, Glenn Murray, Glenn Morangi oder Glenn Morangi, wie immer man den auch, Glenn Leggi, Glenn Kinchi, Glenn Allen, glaube ich, habe ich irgendwo. Es gibt, pass auf. Ich habe gelesen, man glaubt es nicht. Es gibt einen Glenn Tauchers. Also, jetzt habe ich es falsch ausgesprochen. Ich glaube, es sagt man Glenn Tauchers. Weil wenn man Glenn Tauchers sagt, hört sich's an wie Glenn wäre so ein kleiner Tümpel und er wird getaucht. Also, es hat zum Beispiel von Werner, ein Haubentaucher, der nicht taucht, taucht nichts. Und ein Glenn Tauchers, den gibt es wirklich. Der ist irgendwo in der Nähe von Rothers, also wo der Glenn Rothers gemacht wird. Und da gibt es Glenn Tauchers. Ist aber wirklich in Schottland. Ein echter Schotte. Bei dem glaubt man es nicht. So, und jetzt gibt es ja, einige von euch haben das ja mitgekriegt, eine schwäbische Whiskybrennerei wollte ihren Whisky Glenn Buchenbach nennen. Ich kenne diesen Whisky nicht. Er mag lecker sein. So, es gab einen jahrelangen Rechtsstreit. In kurz gesagt, die haben verloren, also weil die Scotch Whisky Association hat da geklagt, weil sie gesagt haben, das klingt nach Schottland, also es ist misleading, also Glenn Buchenbach. Jetzt mögen viele sagen, ja, Buchenbach, das klingt vielleicht ein bisschen so, wenn man ganz nüchtern Bunnehaben ausspricht, nein. Aber ich finde Glenn Buchenbach, das ist so, ja, das wäre so wie Cheyenne Niedermeyer. Es passt nicht zusammen, die zwei Namen. Glenn Buchenbach, aber die Schwaben sind ja clever. Die sagen, da schauen wir Glenn drauf, dann glauben alle, das ist der Schotten Glenn Sepp. Weil er auch die Maultaschen nach dem Prinzip funktionieren. Wer das nicht gewusst hat, hier auch mal wieder mal ein Fun Fact. Warum heißt es Maultasche heißt auf Schwäbisch auch Herrgottsbscheißerle. Weil in diesem Drumherum, in dem Teig, ist ja drin auch Fleisch. So. Und die Mönche durften dann in der Fastenzeit kein Fleisch essen.
Und dann haben die einfach gesagt, pass auf, wir machen einen Teig drumherum und sagen, das ist eine Teigtasche. Und was ist da drin? Ach, da ist halt sowas drin. Und deswegen heißt es Herrgottsbscheißerle, weil sie den Herrgott beschissen haben, die Schwaben. Und ich finde, man sollte auch Schottland nicht bescheißen. Also, wie gesagt, ich finde es toll, dass wir deutschen Whisky haben, aber ich finde es dann auch irgendwie cool, wenn wir uns so nennen, wie wir uns nennen. Also aus der Region, wo sie sind. Der erste Kurklan, der einzige, der mir jetzt sofort einfällt, ist der Schliers, weil er vom Schliersee kommt. Und es gibt ja verschiedenste Deutsche. Und das ist, ja, also St. Kilian gibt ja auch nicht vor, zu sagen, ja, das ist der Glenn Ober irgendwas. Und das ist gut so. Und deswegen Glenn. Und klar, der bekannteste Glenn ist der Fittich. Und ich kann mich erinnern, ja, also ich sage Glenfiddich mittlerweile, die haben großartige, auch alte Abfüllungen und gibt ja Jahrgangsdinge, 40 Glenfiddich. Ich glaube schon, ich habe mal einen alten Glenfiddich getrunken. Ich glaube, war auch irgendwas über 20 und das war schon geil. Aber ich bin jetzt nicht der Fan. Weil ein Freund von mir, der auch großer Whisky-Afficionado ist, der sagt immer, ja, Glenfiddich, das ist ja der Johnny Walker unter den Whiskys, was so nicht stimmt. Aber er ist halt auch nicht der Beste. Und ich kann mich erinnern, dass ich einmal in Südafrika, das ist, 25 Jahre her, sehr, sehr lange her, 21 Jahre her, Hochzeitsreise. Und da habe ich einen Whisky bestellt an der Bar. Und dann habe ich gesagt, do you have single malt? Und er, of course. We have the best single malt in the world. Und dann hat er mir einen Glenfiddich gebracht, den einfachen, den 12er. Und dann saß ich so da und dachte so, ja, gut angepriesen. Aber ich muss es ihm verzeihen, weil sie hatten nur einen Single Malt. Also für ihn war es auch der Beste. Vielleicht wusste er gar nicht, dass es mehr gibt. Ich habe keine Ahnung. Die waren mehr im Weinbusiness, muss ich dazu sagen. Ich trinke hier nochmal. I like. Und was ich vorher erzählen wollte, wenn wir über Flüssigkeit reden, jeder weiß da draußen, ihr wisst ja, Angel's Share, für die, die es nicht wissen, wenn man Whisky im Fass lagert, verdunstet Flüssigkeit. Und die Flüssigkeit, die da verdunstet, also diese so und so viel Prozent, die nennt man Angel's Share. Also das ist quasi der Anteil für die Engel, weil die gehen ab und an nachts in die Destillerien, machen den Korken aus dem Fass und nehmen einfach eine Line Single Malt. Und deswegen Angel's Share. Also und Glenn Farklas hat, soweit ich weiß, den kleinsten Angel's Share von allen. 0,05% pro Jahr. Und der Schnitt ist wohl 2-3%, also die da im Fass verschwinden. Also wenn du jetzt ein Fass 500 Jahre dahinstellst, hast noch ein Glas, immerhin, so ungefähr. Wenn es jetzt jemand nachrechnet, ist schön, aber und ich muss jetzt, warum habe ich mir damals meinen ersten teuren kleinen Farklas gekauft? Wie gesagt, der Farklas, wie wenn man es nicht gescheit versteht, ja, ein Freund, und das ist wirklich, also das bin nicht ich, und der hat auch schon mal gesagt, ja, der Glenn fick dich, er hat sich versprochen. Also das ist dann auch beim Glenn Farklas, und das ist nicht gut. Und warum habe ich mir den damals gekauft, den teuren? Ich war, wir waren auf Tour, und ich gönnte mir an der Bar abends einen Glenn Farklas, warum auch immer die den damals schon hatten. Also Glenn Farklas war tatsächlich, also soweit ich, klar, Glenfiddich hast du überall gekriegt damals schon, aber den hat man nicht so oft gekriegt, also vor, jetzt sagen wir mal, 20 Jahren oder vor, ja, wie lange ist es, sehr wahrscheinlich so 8, 17, wie auch 5. Es verschwimmt, und auf alle Fälle war es eine schöne Geschichte, weil ich war beim Veranstalter in ich nenne jetzt nicht die Stadt, oder habe ich schon die Stadt genannt, ist egal, auf alle Fälle, da ist eigentlich egal, ich war in Stuttgart,
Und dann hat der Veranstalter noch vorher gesagt, ja, tolles Hotel, und wir hatten ein tolles Hotel, ohne da jetzt Namen zu nennen. Und super Zimmer und Wahnsinn, und hier die Suite, und bist du deppert. Und ich so, boah, ich freue mich, super. Und weil man hat ja nicht immer die wahnsinnigsten Hotels gehabt, tatsächlicherweise. Man geht ja auch, wenn ein Hotel mal um die Halle ist. Und ich habe mich gefreut, boah, super. Und wir kamen an mit dem Auto anfahren. Ja, ey, und ich gehe nach oben. Und, ah, Herr Mittermeier. Und ja, und dann ging ich in das Zimmer, und es war so ein, es war ein kleines Doppelzimmer. Also es war so ein Bett, du hättest schon zu zweit schlafen können, aber ich sag's mal so, mein großer Koffer hat ein bisschen Probleme gehabt, dass ich ihn ganz aufmachen hätte können. Und weißt du, ist mir sonst wurscht. Ich schlafe da auch manchmal nur eine Nacht, nur wenn angekündigt ist, eine Suite, Riesenzimmer, Wahnsinn, und sie werden überrascht sein, und bist du deppert. Und ich dachte mir so, okay, das ist die schwäbische Suite, das ist also das Mittermeier-Bscheißerle. Oh, den mag ich, den muss ich mir merken. Und war für mich okay, und wir waren da zwei Tage. So, und irgendwie am zweiten Tag, sage ich da zu meinen Leuten, irgendwie, sag mal, und am zweiten Tag habe ich gesagt, boah, ich muss mir jetzt mal einen richtig schönen Whisky gönnen, weil irgendwie, ich musste so lachen, haben sie erzählt, weil ihr wisst ja, die haben ja alle schon vorhin angekündigt, ja, mit dabei und das Wahnsinnszimmer. Und dann meinte, also mein Tontechniker zu mir, ja, wieso, das muss ja Wahnsinn sein, das Zimmer, in dem du bist, weil das Zimmer, in dem ich bin, das hat Minimum 80 Quadratmeter. Und ich war so, okay, show me. Und dann haben wir uns gesagt, es war halt, und er hat ja gedacht, also wenn sein Zimmer so groß ist, weil oft ist es leider so, dass Veranstalter, dass so, wenn dann die Techniker kriegen, also die ganz klein Zimmer, also die Single-Mall-Zimmer. Und der hat sich ja gedacht, weil wenn ich so ein Zimmer habe, dann wohne ich in einem eigenen Haus. Und nein, das war am ersten Abend, genau. Und dann meinte er so, hey, bei mir ist das Wahnsinn. Und dann haben wir uns das angeschaut, und ich so, okay, sie haben halt, keine Ahnung, ich habe halt Mittermeier gesagt, und irgendjemand hat mich halt in das kleine Zimmer geschickt, was okay war. Aber dann haben wir uns einfach, wir mussten so lachen, haben wir uns einen Whisky gegönnt. Ich kann mich erinnern, das war ein Glenfarclas. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Und der Barkeeper hat damals auch gesagt, doch, kauf dir einen. Und der hat mir da damals den Tipp gegeben. Und der, stimmt, der Stefan Gabani auch mal. Ich war mal im Schumann, das ist lange, lange, lange Jahre her. Und der hat mir einen, ich glaube, es war ein Glenfarclas 17. Den ich, soweit ich noch weiß, noch geiler fand wie den älteren. Weil es ja immer so, hier sind ja die Älteren noch komplexer. Wie auch immer. Auf alle Fälle habe ich dann mit Glenfarclas in diesem Mittermeier-Zimmer-Bscheißerle gut, sehr gut geschlafen. Und ich trinke jetzt einfach nochmal das Lunche. Die machen auch keine Blends, soweit ich das weiß, Glenfarclas. Die machen einfach nur... Wir machen einfach nur guten Whisky. Ja. So, und ich glaube, ich habe heute wieder genügend gelabert, erzählt. Es macht Spaß mit euch. Weiterhin Whisky-Montag. Wie gesagt, schaut einfach, wer alle Folgen nochmal anschauen will, in Reihenfolge geht auf YouTube. Und es macht mir extrem Spaß, und es tun sich schöne Dinge auf. Also wie gesagt, wie auch der Artback Day, weil das ist so, ist schon eine Ehre. Also dass auch mich dann eine Destillerie oder ein Brand ernst nimmt, dass sie sagen, ja, der trinkt Whisky, der liebt Whisky, Biesel kenne ich mich vielleicht aus. Jetzt, wie gesagt, ich bin ja nicht der Fachmann, das muss ich auch nicht werden. Und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei, und wir sehen uns nächsten Montag. Ja, es ist ja immer Montag, und ich weiß auch nicht, was ich da aufmache. Irgendwas Leckeres. Njam, 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 njam. Und Slunch, cheers, Prost. Bis nächsten Montag. Ich überlege mir, ob ich irgendwas vergessen habe zu erzählen. Dann sage ich, ich muss da heute noch irgendwas erzählen. Ich habe keine Ahnung. Na, also, glaube ich nicht. Deswegen, Servus,
Und ich wünsche allen noch einen schönen Rest Pfingstmontag, was immer am Pfingstmontag damals passiert ist. Wahrscheinlich Pfingsten. Also möge der Pfingstzepp euch gewogen sein und euch noch einen schönen Abend machen. Servus.